KBJ Show heute an einem Dienstag. Was geht ab, Freunde? Wir haben eine Menge NBA-Highlights, springen direkt rein. Wir haben die Nuggets gegen die Mavs, das heißt Doncic gegen Jokic. Freue ich mich sehr darauf und wir springen direkt mal in die zweite Halbzeit und gucken uns an, was in diesem Game so abging. Wir starten hier erstmal mit Jamal Murray mit einem wilden Dreier. Und wir sind hier am Ende von der ersten Halbzeit. Hier ist Doncic. Lässt KCP fliegen, war das, glaube ich. Okay, jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit. Also minus 7, Denver führt. Beide Teams müssten ungefähr den gleichen Tabellenplatz haben. Also ich glaube, Dallas liegt aktuell vor Denver. Es geht also um eine Menge. Ich glaube, Dallas so Top-3-Team. Denver auf der 4, glaube ich, dahinter. War zumindest, glaube ich, so die letzten paar Spiele, die wir hatten. So, hier ist der gute Mann. Hier kommt Jamal. Ich versuche so ein bisschen auch auf den Score zu achten. Im Moment führt Denver relativ entspannt. Aus dem Double Team heraus wieder Murray gefunden. Murray bisher bester Mann von den Highlights, was wir sehen. Hier ist Dante Exum, der krass ist. Ja, das ist ein Spieler, glaube ich, den nicht so viele auf dem Schirm haben, aber der ist heftig. Nice Pair, ey, das hat sich so gut angebahnt. Ich habe gehofft, dass er ihn sieht und klar, Luca sieht ihn, weil er hat hier Jamal und KCP an sich gebunden und dann ist unterm Korb Grant komplett frei. Ja, wunderschön, wunderschön gemacht. Übrigens auch ein sehr, sehr geiler Pass, den ich extrem immer gefeiert habe, der auch oft funktioniert tatsächlich im Amateurbereich. Und zwar, du nimmst, du tust quasi so, als würdest du den Wurf nehmen, wartest, alle drehen sich schon um und dann kannst du meistens, vor allem wenn du ein gutes Verständnis hast mit deinem Big oder mit Leuten, die vom Wing irgendwie cutten, wenn du dann einfach ein bisschen wartest und dann noch den Ball abgibst, quasi aus deiner Wurfbewegung heraus, nicht jetzt so ein Pass, sondern wirklich aus deiner Wurfbewegung heraus, das ist meistens ein Pass, der auch zum Erfolg führt, aber deine Teammates müssen halt quasi wissen, okay, der ist ein Spieler, der entscheidet doch mal im allerletzten Moment noch, ey, ich passe das Ding, und damit sie sich halt nicht direkt zum Rebound drehen. Aber das ist auch ein geiler Pass, der sehr, sehr oft funktioniert. Okay, wilder Dreier da von Hardaway. Hier ist Jokic mit einem schönen Outlet auf KCP. KCP ja im letzten Spiel, was wir gesehen haben, auf der Bank gewesen. Jetzt aber wieder da. Yes, hier ist einer der krassesten Athleten der NBA, Derrick Jones Jr. Und da ist noch einer, Luka Doncic. Kyrie ist hier auf der Bank, also Kyrie sehen wir gerade nicht. Guter Cut hier. Okay, aber Denver führt relativ komfortabel jetzt mit 14 Punkten. Aaron Gordon für 3. Plus 17. Ich bin mal gespannt. Ich dachte eigentlich, die Mavs haben das Ding gewonnen. Aber jetzt ist ein 20-Point-Game. Boah. Okay, hier kommen vielleicht die Mavs mit der zweiten Unit. Vielleicht regelt es die jetzt. Hier ist Reggie Jackson. Oh, schöner Fake. Wieder Reggie Jackson. Guckt da jetzt ein bisschen Luca. Yep. Minus 18. Ah, krass. Ich hätte gedacht, das wird kompetitiver. Ja, aber es ist ein 20-Point-Game. Okay, jetzt vielleicht. Oh! Jetzt vielleicht eine kleine Comeback. Oh, geiler Pass. Jetzt vielleicht eine Comeback-Story. Nee. Ah, Luca ist aber da. Ah! Okay, macht ihn. Minus 21. Na. Das sieht überhaupt nicht danach aus, dass Dallas hier eine Antwort hat. 10 zu 4 Run jetzt schon wieder von Denver. Oh, gut Block. Ah. Boah, Dallas wird hier voll abgeschossen, ganz ehrlich. Und ich glaube auch nicht, dass die überhaupt noch mit ihrer A-Mannschaft jetzt nochmal kommen, oder? Also Doncic ist safe auf der Bank. Ja, also hier, ich glaube nicht, dass hier noch was passiert, Leute. Boah, was ein enttäuschender Einstieg. Ich dachte, wir steigen hier ein mit einem sehr geilen Battle irgendwie zwischen den beiden Euro-MVPs. Oder MVP-Kandidaten. Chase-Down? Ja. Okay, war abzusehen, dass es ein Chase-Down wird. Aber okay, schade. Ich dachte eigentlich, das wird ein bisschen kompetitiver. Wir gehen mal in den Box-Score
Und sehen Sie jetzt hier, wie es am Ende ausgeht, 130, 104. Ich hatte den zwar da oben schon offen, ich kann das aber wirklich machen, dass ich das quasi so geistesabwesend einfach dann aufmache und gar nicht wirklich auf den Score oder so gucke. Sonst hätte ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt, die Highlights mit euch geguckt. Aber ja, habe ich wirklich nicht gesehen. 130, 104 kann passieren. Bei den Mavs ging gar nichts, bis auf Doncic, der hatte 38, 11 und 8. Boah, was ein Loser, hat wieder nicht das 40-Punkte-Triple-Double geschafft. Dabei hat er doch gerade erst den super easy Rekord von Will Chamberlain gebrochen mit 8 40-Punkte-Triple-Doubles, glaube ich, all-time. Und jetzt schafft er hier nur 38. Ja, das ist natürlich ausbaufähig. Nee, also Doncic war crazy. Überragend aus dem Feld, von der Dreierlinie auch sehr, sehr krass. Freiwürfe könnten natürlich besser sein. Aber der Rest des Teams war so trash, Alter. Schon mal drei Leute, nicht mal in Double Digits in der Starting Five. Das ist gar nichts, Mann. Okay, und bei den Nuggets? Und es war nicht mal ein gutes Jokic-Scoring-Game. Schon mal, der hat 8 Punkte gemacht, 9 Rebounds, 7 Assists, hat nur 28 Minuten gespielt. Ja, okay, die haben alle nur so wenig gespielt, weil die einfach so abgeschossen haben. Von der Bank kam eine Menge, Reggie Jackson hatte ein Monster-Game, 9 von 12, Strotter hatte ein gutes Game, Peyton Watson hatte 10 Punkte, ja. Ja, die haben den Dreier brutals getroffen, die Nuggets. Okay, dann bin ich gleich mal gespannt, ob die Nuggets sich jetzt vielleicht vor die Mavs geschoben haben durch diesen Sieg, weil die müssten wirklich relativ gleich auf sein. Okay, jetzt haben wir das nächste Spiel, wir haben Lakers gegen die Knicks und da schätze ich mal, dass es ein bisschen enger wird. Ich habe auch da überhaupt nicht nachgeschaut, was das Score ist oder so. Wir sind auf jeden Fall im Staples Center, so wie es normale Menschen nennen. Alle Leute, die, keine Ahnung, nach 2022 oder so zur NBA gekommen sind, nennen es wahrscheinlich Crypto.com Arena. Fühlt sich immer noch komisch an, das so zu nennen. Wir haben bei den Lakers, soweit ich das sehen kann, gerade alle aus der Starting Five auf dem Feld. Bei den Knicks... Ich weiß gerade ehrlich nicht, wer unser Kollege hier ist, ganz ehrlich. Wen haben die denn auf der 5, die Knicks? Müssen wir gleich mal gucken. Aber sonst sind es auch die normalen Starter, wenn ich das richtig sehe. Hier ist AD. Er ist finished über den unbekannten Broski. Oh, guter Block von AD. Nee, ich glaube, der war schon clean, auch wenn sich RJ da ziemlich aufregt. LeBron wäre da für einen Chase-Down gewesen. Hier ist Mr. 50 Punkte. Splash. Julius Randle, ehemaliger Laker. Gibt ab auf RJ. Jetzt haben wir einen sehr, sehr bekannten Superstar-Bigman drin. Isaiah Hartenstein, sollte eigentlich jeder kennen. Absoluter Hall of Famer. Guter Block von AD. D'Lo pusht den Ball. Und LeBron macht ihn. Also kannst du mir sagen, was du willst, einfach diese Lakers-Spiele, dadurch, dass LeBron da ist und AD, dadurch sind die immer nice to watch. Also wenn das jetzt, keine Ahnung, so die Knicks haben das für mich zum Beispiel nicht. Die Knicks sind für mich einfach nur irgendein Rando-Team. Aber die Lakers, einfach durch ihre Star-Power und durch dieses Lakers-Emblem letztendlich, finde ich, haben die schon einfach einen unglaublichen Draw. Also du willst schon immer sehen, was da abgeht. Ah, come on, Austin. Aber Rui ist da. Ja, hatte er wirklich. Okay, ein paar schöne Aktionen jetzt von Julius. Hier ist Austin. Splash. Okay, also erstes Viertel relativ ausgeglichen. Wir gehen dann... Oh, schlechter Pass von Quickly. Und Rui ist ein Monster. Rui ist so underrated groß, oder? Man hat Rui, finde ich, immer so als 2,3 Meter Forward irgendwie in seinem Kopf. Aber wenn du ihn dann siehst, der ist safe größer. Der ist Minimum 6'9", also 2,6 Meter, wenn nicht sogar 2,8 Meter. Der ist, ich weiß, ich habe den immer abgespeichert so als, ja, das ist so ein Forward, eher ein Wing-Type, der so 2 Meter groß ist. Nee, der ist viel größer. Ich bin jedes Mal überrascht, wirklich. Guck dir mal an, was der für eine Size hier hat. Das sieht man bei dem Dunk ganz gut. Ich bin gespannt, als was Rui gelistet ist, weil der kann nicht nur 2,3 Meter sein. No way. Schöner Move von Randle. Randle, bisher gutes Game. Hier ist Austin. Tough. Mm.
Okay, bevor wir jetzt in die zweite Halbzeit gehen, will ich das einmal kurz nachgucken, als was die Rui gelistet haben. Rui Hachimura gelistet. 2,3 Meter, aber ey, sorry, no way. No way ist der 2,3 Meter, der ist größer, ich schwör's euch. So wie der spielt, der hat auch einen richtig krassen Body, also no way. Ich sag, der ist 2,6 Meter mindestens. Okay, wir gehen jetzt hier. Zweite Halbzeit, wie ich euch versprochen habe. Und wir haben, glaube ich, weiterhin ausgeglichenes Game. Yes, perfekt. Also guck mal, wir haben 57, 58. Und wir gehen natürlich hier in die beste Qualität rein. Let's go. Ja, spiel nicht ab. So. Oh, LeBron über Hartenstein. Sehen wir jetzt ein bisschen mehr LeBron. Ja, er fühlt es auf jeden Fall hier am Anfang der ersten Halbzeit. New York hat auf jeden Fall ein paar Shooter im Team. Und dieser Alley LeBron of AD ist halt kaum zu verteidigen. Guter Cut. Oh! Unser Boy Isaiah packt AD aufs Poster. Let's go! Geiler Cut auch von Isaiah. Oh, give me that shit. Go eat that. Oh, good pass, wow. Okay, und Isaiah direkt die Rache bekommen. Aber wow, war das ein Pass von LeBron. Hartenstein ist frei, Hartenstein ist frei. Okay, super ausgeglichenes Game. Wir könnten hier eine geile Crunch-Time bekommen, hoffentlich. Hier ist AD über oder gegen Hartenstein. LeBron, bisschen Mismatch. Also RJ ist gar nicht so viel kleiner, aber und RJ hat eigentlich auch einen ziemlich toughen Körper. Hier ist Torian Finney-Prince, findet Austin, Splash. Aber die Knicks gehen nicht weg, ne? Und DeVincenzo hat bisher ein geiles Game, findet Mr. 50 Points, macht den. Komplett ausgeglichen. Boah, das war ein sehr schwieriger Wurf. Das war eigentlich gute Defense. Das hier auch. Als Shotmaking bisher, was wir so in den Highlights sehen, ist sehr stark. Geiler Pass von Isaiah. Hier ist Joshua. Ah, warum gibst du den nicht auf Randall? Ja, Grimes war frei, aber Randall war auch frei. Okay, Lakers down mit 10. Aber hier ist Rui. Oh, oh, er guckt Cam Reddish. Ah, no way, die haben wieder Taj Gibson jetzt im Roster, ne? Das habe ich, glaube ich, gelesen. Für, like, eine Minute. Ist es Taj Gibson? Ich glaube schon. Digga, ich habe zu wenig geschlafen, ey. Boah, nein. Ey, wirklich, also das muss ich jetzt einmal sagen, das Shotmaking in diesem Video ist ridiculous. Also die stehen ja genau vor denen, die spielen sich gar nicht wirklich frei mit ihren Crossovers und Hazys, sondern die haben wirklich den Verteidiger weiterhin vor sich und nehmen ihn dann einfach ins Gesicht. Das sind wirklich, wirklich taffe Würfe auf beiden Seiten, die reingehen. Randall setzt sich fast durch gegen LeBron und AD, schafft es am Ende nicht, aber Isaiah ist da, hier ist wieder vielleicht Isaiah, nee. Ey, aber die Knicks sind wieder 10 in Führung und wahrscheinlich muss wieder Austin regeln, nee, es regelt der King, nee, es regelt AD. Gutes Zusammenspiel von der Big Three hier. Schöner Cross. Ey, die stoppen Brunson nicht. Cam Reddish kann Brunson nicht stoppen. Da ist er wahrscheinlich einfach ein Tick zu langsam. Cam ist jemand, der ein bisschen größere Verteidiger braucht oder größere Gegenspieler. Weil so einen kleinen, quirligen Point Guard, wie es ein Brunson ist, den hältst du einfach nicht als Forward. Ist mir egal, was du sagst. Good pass. Boah. Minus 8.
LeBron gegen RJ, das haben wir vorhin schon gesehen. Immer zieht er dann Baseline, ja, langer Pass auf Braun, nice. Nice! Okay. Boah, nein, was ein Lucky Shot. Hier ist LeBron. Boah, shit. Ist das ein spannendes Spiel, Mann. Stark, stark, AD. AD gefällt mir gut. Shit, hier ist wieder Brunson. Sie haben überhaupt keine Antwort auf Brunson, ey. Minus 7. Ah, Lakers haben den Ball. Lakers pushen den Ball. Transition Dreier. Nee, LeBron gegen drei Leute. Krank. Nein. Oh. Nein. Ah, LeBron, du Jock. Ey, ihr seid solche Jockel, Alter. Das gibt es nicht. Das gibt's nicht, Mann. Erstmal ist das ein scheiß Wurf. Und dann zweitens, niemand rennt in der Crunch-Time zurück in die Defense. Das ist doch für den Arsch. Das ist doch scheiße, Lakers. Komm schon, Mann. Guck mal, was ist das? Ah, warte mal, das hier war nochmal der Break-Layup so. Okay. Und jetzt 43 Sekunden auf der Uhr. Du hast alle, also klar, du brauchst einen schnellen Abschluss, aber vielleicht nicht so einen Abschluss. Sondern nimmt er hier den Dreier. Ja, okay, sie sind tick weg, aber trotzdem. Und dann vor allem LeBron macht den, heißt sie Monica Wright, die in Love in Basketball, als die im ersten College-Training ist und dann swischt sie den Dreier irgendwie und dann bleibt sie so stehen. Und dann sagt der Coach so, ja, okay, wenn du so stehen bleiben willst, dann stell dich jetzt da raus an die Sideline und bleib so stehen. Und dann muss sie halt die ganze Zeit eben mit ihrem Wurfarm so stehen bleiben. Weil genau die Scheiße macht LeBron. Was ist das? Warum? Also du spielst 30 Jahre in der NBA, mein Gott, Alter. Ey, sind das Bauern, wirklich. Das regt mich richtig auf. Das ist so ein Kreisliga-Fehler einfach. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das ist dein fucking Mann, LeBron. Das ist dein fucking Mann. Sowas pisst mich immer an, ey, wirklich. Boah, der war geil gewesen. Imagine, die gewinnen das jetzt noch. Aber no way. Ja, sie faulen. No way. Okay. Oh, was ein Clear Path Foul. Nee. Ja. Trotzdem Respekt zwischen den beiden Teams, das ist schön zu sehen, aber ey, Mann, ich habe ja wirklich schon einige LeBron James Spiele in meinem Leben gesehen, deswegen kann ich bei manchen Sachen schon immer was dazu sagen, und LeBron hat einfach manche Tendenzen auf dem Feld, die mir so unfassbar auf den Sack gehen, und eine davon ist eigentlich die schlimmere, ist, wenn er ein Defense Assignment verkackt, wenn er nicht bei seinem Mann ist, wo er sein sollte, und er zeigt dann auf jemand anderen oder ist dann angepisst auf einen anderen. Das ist das, was mich am allermeisten nervt. Und was wir hier jetzt gesehen haben, war, dass er einfach keine Ahnung hatte, dass das sein Defender war, dass das sein Matchup war, weil Julius Randle hat ihn am meisten contestet. Er steht da, nimmt seinen Wurf, ich weiß nicht, ob man das halt mit der Kamera einfängt, nimmt seinen Wurf so und bleibt so stehen, Monica-Style. Und anstatt irgendwas zu machen, wartet er einfach und bleibt so stehen, während der Ball komplett einmal Crosscourt geht. Und erst dann dreht er sich um und dann fällt ihm ein, ach so, ja, das war ja vielleicht mein Matchup. Das fühle ich überhaupt nicht, Mann. Sowas nervt mich richtig krass. Ja, man sieht, ich route für die Lakers diese Saison, weil ich sie auch als bestes Team im Westen tatsächlich hatte. Und so eine Niederlage ist dann halt ziemlich dumm. Aber okay, geben wir erstmal den Knicks ihre Props. Jalen Brunson mit 29 Punkten, Quickly mit 20 von der Bank. Krass, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Randle, haben wir gesagt, hat ein gutes Spiel gegen AD. Muss man auch erstmal machen. 27 und 14. So, wer ist der Dude, der gestartet hat? Sims. Who the fuck is Sims? Jericho Sims. Habe ich legit noch nie gehört. War ein Second Rounder 2021. Hat aus irgendeinem Grund gestartet, genau für 3 Minuten. Und dann hat Hartenstein das bekommen. Hä? Warum denn? Warum? Also wie kommt man darauf, diesen absoluten
No offense, aber No Name zu starten. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, dass man den kennt, oder? Oder dass der jetzt schon irgendwas hier mal gerissen hat. Schau mal, den seine letzten 5 Spiele. 7 Punkte, 5 Punkte. Ja, okay, der hatte 7 Punkte gegen die Clippers. Vielleicht hat man da gedacht, so, ey, wir probieren es mal aus mit ihm. Und dann wurde er komplett zerstört. Aber der hat ja auch keine Karriere oder so bisher, wo du jetzt irgendwie was sagen könntest. Aber am Ende des Tages kann er uns sagen, haltet alle die Fresse, weil er verdient im Jahr einfach 2 Millionen im Schnitt. Nix los. Okay, Shoutout Jericho oder whatever Sims. Aber ja, quickly von der Bank, 20, 52 Rebounds ist crazy, 14 davon alleine von Randall, 17, wow, was hatte unser Boy Isaiah für ein Spiel, 9 und 17, 7 Offensiv-Rebounds, war sein Monster, Isaiah. Und bei den Lakers, AD hatte 32 und 14, LeBron hatte 25, 11 und 11, von der Bank nochmal Reeves mit 20. Ich habe ja gesagt, die Big Three. Das war ein geiles Basketballspiel. Das war wirklich cool. Das hat Bock gemacht. Und ja, aber die Lakers leider leider verloren. Wir gehen ins nächste Spiel. Jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich euch nicht mit dem Thumbnail spoiler. So, wir haben nämlich die Wolves gegen die Heat. 6 Minuten noch. Ja, okay, wir werden ein bisschen skippen, ne? Ihr kennt es. Wir ziehen uns jetzt nicht komplett 8 Minuten 50 Crunch-Time rein. Aber ist wahrscheinlich auch wieder viel Quatsch mit Freiwürfen. Wir gehen mal rein. Die Wolves in Miami ist auch ganz komisch für deren Klima, oder? Also überleg mal, du spielst so bei den Timberwolves und bist immer im Arsch kalten. Wahrscheinlich sind da gerade minus 10 Grad oder so jetzt im Dezember. Und dann fliegst du nach Miami und da sind so 20 oder 30 Grad. Richardson. Okay, wir haben komplett ausgeglichenes Basketballspiel. 94-93. Richardson gerade mit dem Dreier. Anthony Edwards mit der Nummer 5. Beste Nummer der Welt. Nas Reed ist mit auf dem Feld. Hier ist Conley. Wieder short. Aber Reed hat den Ball. Kein Cat. Oh, guter Move von Reed. Was hat Doncic? Ich glaube, Doncic hat auch im letzten Aufeinandertreffen gegen die Wolves gesagt, der wichtigste Spieler oder der krasseste Spieler, mit dem wir nicht gerechnet haben, war Nas Reed. Der spielt sehr, sehr gut. Hier ist Hero. War im letzten Video noch auf der Bank als Bösewicht in Street Style. Jetzt ist er heute wieder da. Okay, und Cat kommt gleich wieder rein, sehen wir. Boah, ganz, ganz wilder, hässlicher Dreier. Ach du Scheiße, Tyler Hero, was war denn das hier? Ja, sind natürlich auch kranke Defender, ne? McDaniels und Gobert an ihm. Ja, wurde geblockt. Ja, ich weiß nicht, ob Jack Harlow da wirklich die Nachhilfe sich holen sollte, um seinen Jumper zu fixen. Wow. 43-28 in der zweiten Halbzeit. Heat minus 3. Aber geil, wie jetzt alle bei den Heat am Start sind. Hier ist wieder Hero. Hat er dieses abartige Matchup. Ah. Okay, kein Nas Reed mehr auf dem Feld, glaube ich. Ja, es müsste McDaniels jetzt noch mit da sein. Yes. Okay, hier ist Ant, wird gut verteidigt. Cat, Gobert, guter Cut. Der verdient 40, 50 Millionen im Jahr. Minnesota hat die gesamte Zukunft der Franchise für den Typen hergegeben. Und der nimmt einen Layup-Versuch mit der linken Hand, wo ich es nochmal extra persönlich nehme, weil linke Hand, wisst ihr, finish ich sehr gerne. Und er legt ihn an die Brettkante. Ich schwör's euch, ich spiele seit mittlerweile, ja, safe, über 20 Jahre Basketball, 25 Jahre Basketball spiele ich mittlerweile. An meinem 6. Geburtstag war mein erstes Basketballtraining, seitdem
jeden Tag immer im Verein gewesen, Leistungssportschule, alles. Und ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe nicht mal dran wirklich gekratzt, Pro zu werden. Ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, einen Layup an die Brettkante gelegt. Ohne Scheiß nicht. Also wie man sowas bewerkstelligen kann als Profi, der Millionen verdient im Jahr, ist mir vollkommen rätselhaft. Jetzt kann man sagen, ja, weil er verteidigt wird. Ja, okay, Bam Adebayo ist ein guter Verteidiger. Bam ist auch ungefähr 15 cm kleiner als Gobert. Also es sollte nicht so schwer sein, den Korb zu sehen. Das ist fucking crazy. Wir haben noch gar nichts von Jimmy gesehen. Der ist gerade ziemlich am Chillen. Hier ist Josh Richardson. Da will ich jetzt nicht unbedingt den Ball. Aber er wird gefoult auf dem Boden. Damn. Duncan, glaube ich, eine geile Saison bisher. Muss ich später nochmal die Stats checken, aber ich glaube, Duncan hat bisher eine gute Saison. 97-97. Ja, heute auch wieder 14 Punkte, 4 von 8, steht in der Crunch-Time auf dem Feld. Sie werden ihn aber wahrscheinlich im Mismatch jagen wollen, oder nicht? Nee, sie wollen hier das Mismatch. Sie haben nämlich Cat gegen Jimmy. Boah, Monster. Cat und Jimmy haben ja eine Menge Historie. Die mögen sich ja überhaupt nicht. Also außer die haben sich jetzt irgendwann mal neulich vertragen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Jimmy respektiert Cat überhaupt nicht. Guter Move. Oh, give me that, sagt Gobert. Und hier ist Ant. Macht er den? Ja, er ist so ein Monster. Er ist so athletisch, er ist so schnell. So explosiv. Krass. Ah, viel zu weiter Pass. Sie doppeln Jimmy direkt. Ah, das ist ein scheiß Pass. Jetzt vielleicht. Boah. Yo, wer hat denn da Tyler Hero gerade so geprellt? Hier ist Hero. Das ist kein schlechter Move. Oha, McDaniels hat ihn voll ins Ausgeprellt. Ja, zu Recht, aber ist auf jeden Fall ein Foul. Okay, Hero bekommt Freiwürfe, die skippen wir mal ein bisschen. Macht den ersten, macht den zweiten. Okay, 2 Minuten 30 noch. Hier ist wieder Ant. Boah, ist der tough, dieser Junge. Das ist so krass, wie gut der ist. Wie alt ist der? 22, 23? Der killt alle. Er und Halliburton sind solche Monster für ihr Alter. 30 Punkte, 8 Rebounds, 5 Assists. So, und hier ist Jimmy. Wir haben bisher nichts gesehen von Jimmy. Hier ist er jetzt mal. Nee, aber er nimmt es einfach nicht. Aber Richardson fühlt's. Richardson, gutes Viertel von ihm jetzt. Dos. Okay, hier ist wieder Cat. Vermeintliches Mismatch. Spielt den Ball aber sogar noch weg. Okay, und wird auch gefoult. Kriegt er Freiwürfe oder nicht? Nee, es geht weiter. Oh. Oh! Sagt Butler nicht immer, dass Cat viel zu soft ist? Jetzt hat er ihm hier mal richtig die Schulter gegeben. Und swischt danach noch den Jumper. Plus 3. Plus 3. Ja, wir sehen nichts von Jimmy. Von Jimmy kommt gar nichts bisher, aber Richardson fühlt's. Guter Pass. Ja, aber das Ding ist, Bam ist viel zu klein, um über Gobert zu finishen. Wow, was ein Lucky Bounce. Ey, ich mag Bam, ne? Überhaupt keine Frage. Aber wir haben es ja jetzt ein paar Possessions gesehen. Er hat einfach überhaupt nicht die Länge, um über den Gobert zu finishen. Er hat sich ja richtig schwer damit getan. Und auch das war ein totaler Notwurf, der halt sehr glücklich dann reingebounced ist. Aber das Glück ist auch mit den Tüchtigen, deswegen fuck it. Boah, der wäre krass gewesen, aber ey, schau mal, wie Cat hier am Arbeiten ist. Shoutout an Cat, wirklich.
Offensiv-Rebound über Jimmy geholt, dann irgendwie an ihm vorbei, dann Gobert gesehen, einfach hier, nimm den Alley, mein Freund. Stark, stark, Junge. Und das 704 macht es jetzt Hero oder nicht? Auch ein schwerer Wurf über Gobert, aber er macht den. Okay, minus 1. Minus 1. Kriegen wir wieder einen Jimmy Game Winner oder machen es die Wolves? Starkes Spiel auch von Hero, gute Quoten. Okay, hier ist Ant. Ja, Richardson ist zu klein. Wow! Bankshot. Okay, minus 3. Sie haben Robinson. Oh, und der Ball geht zu Jimmy. Da soll er halt gar nicht hin. Imagine, du hast Tyler Hero auf dem Feld, Richardson und Robinson. Alle drei können den Dreier sehr gut treffen. Und du gibst ihn Jimmy, der ihn halt überhaupt nicht treffen kann. Ah, Gobert. Glaub nicht, dass der so stabil an der Linie ist, aber ich sage, er macht Minimum einen. Er macht es zu einem Two-Position-Game, sage ich. Ja, ich wusste, dass er mindestens einen macht. Warte, was hat er? 16 Rebounds, okay. Hat er den gemacht? Nee, einen hat er nur gemacht. So, hier ist Miami, Richardson. Ja, Digga, jetzt musst du werfen. Ah, oh, Jungs, was macht ihr denn? Ihr braucht einen Dreier. Okay, minus... Ja, okay, du kannst auch so das machen, aber jetzt musst du ja wieder aufs Foul gehen. Hättest du mit einem Dreier auch gemüsst, klar. Foul! Foul! Willst du mich verarschen? Hä? Ich kann das nicht mehr, Leute. Was ist denn heute los? Was machen die denn alle? Richtiger Monday Morning Quarterback bin ich gerade, ich weiß, aber ey, sorry, Alter. Du hast gerade gescored, ihr seid down mit 2. Jeder Mensch in der fucking Arena weiß, dass du jetzt faulen musst. Und sie kriegen es nicht hin zu faulen? So, how are you not fouling? Hier, foul, foul! Ey, die haben richtig Glück, dass die das Hero Foul überhaupt gepfiffen haben. Okay, ja, 2 Freiwürfe wurden getroffen. Sie kriegen den Ball nicht mal eingebounced. Eingebounced vor allem. Hier ist Hero, versucht noch das Foul zu ziehen, kriegt's nicht. Okay. Ey, Respekt an Mini, aber das war von Miami. Boah, das war nicht gut ausgespielt am Ende. Da haben sie sich selber ein bisschen den Sieg gekostet, ehrlich gesagt, weil zum einen, Ball geht auf Jimmy, wenn sie einen Dreier brauchen, wo er absolut nicht hin sollte. Und dann schaffen sie es 10 Sekunden nicht zu foulen. Damit haben sie sich den Sieg so ein bisschen genommen. Wir schauen uns einmal an. Wir haben Minnesota gewinnt mit 4. Hier, Towns hatte 18. Ant hatte 32, 8, 5, 3 Steals, 2 Blocks, 1 Turnover. Kranke Quoten, nur den Dreier nicht getroffen. Conley, gutes Spiel. Towns habe ich schon gesagt. Was hatte denn Gobert? 16 Rebounds, ja, dachte ich mir. McDaniels 10 Punkte. Von der Bank haben sie von Nas 15 bekommen. Was glaubt ihr, wie viele schlechte Nas-Witze wurden schon gemacht über Nas Reed? Glaubt ihr, so selbst seine Teammates sagen so oft, wenn er irgendwie reinkommt, so, ey, spiel mal Illmatic und so? Oder ist es schon durch einfach? Ist das, du blamierst dich eher, wenn du einen Joke machst, als dass es witzig ist? I don't know. Bei Miami, wir haben Tyler mit 25. Wo boy Tyler, from South Beach. Wir haben Adebayo mit 22. Jimmy mit 15. War ultra passiv in dieser Crunch-Time, was wir gesehen haben. Richardson, starkes Spiel. Und Duncan Robinson auch. Duncan Robinson wollte ich mal gucken. Diese Saison, ja, ist stabil. Also 15 Punkte, 48 aus dem Feld. Ich wüsste gerne noch, was er schießt von der Dreierlinie. Duncan Robinson. 43 von der Dreierlinie, stark, richtig stark, kranke Saison für ihn. Wenn wir uns das angucken, letztes Jahr hat er komplett gesackt, war auf 6 Punkten im Schnitt, wurde nur noch gebencht, jetzt in diesem Jahr Maschine. Das sind halt die Heat, ne? Was willst du da sagen, ey? Letztes Jahr Max Strus und Gabe Vincent zu MVPs gemacht, dieses Jahr plötzlich Duncan Robinson, den schon alle abgeschrieben hatten.
Alright, apropos abgeschrieben. Ey, wir haben ein Spiel der Detroit Pistons. Eigentlich nur Career High. Kate Cunningham, 43 Punkte. Sie spielen gegen die Hawks. Ich schwör's euch, ich weiß nicht, ob sie gewonnen oder verloren haben. Aber wenn sie verloren haben, sind sie jetzt 24 Niederlagen in Folge und sind nur noch 2 Niederlagen davon entfernt, die längste Niederlagenserie der NBA-Geschichte einzustellen. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich hoffe, was schon, sie gewinnen nicht, einfach damit wir History sehen. Aber ey, ich kann es auch nicht mehr guten Gewissens eigentlich vereinbaren. So, gegen DeJounte macht er das auch noch. DeJounte, ja, wirklich guter Verteidiger. DeAndre Hunter auch. Und wenn er die jetzt alle abzieht, dann ist es schon ein guter Drive hier. Er hat nicht wirklich einen Wurf, deswegen wird das alles über den Drive heute kommen. Gegen Capella, schön in Kontakt gesucht, zweimal Kontakt gesucht und dann geht er hoch auf Easy. Hier wieder gegen DeJounte. Er ist schnell auf jeden Fall. Kein Bogdanovic bei den Hawks, den sehe ich da gerade in AD-Klamotten auf der Bank. Spaß. Okay, die Hawks führen auch bisher mit 11. Weiß nicht, ob da noch was kommt. Komm, give and go, yes. Oh, er guckt so ein bisschen Capella da unterm Korb, ne? Capella hat irgendwie keine Antwort auf ihn. Oh, wir sehen mal einen Wurf, okay. Ja, weil er ist ja wirklich kein Shooter. Also Kate Cunningham, no offense, aber ein Shooter ist er, glaube ich, nicht. So, überhaupt keine Stimmung in der Halle, ey. Wenn du gegen Detroit spielst, ist echt so komplett egal. Er hat das Memo nicht bekommen, dass er nicht mehr bei den Hornets spielt. Was ist da los, Bro? Also, er sieht aus wie straight von den Hornets. Steal von Kate. Komm, Windmill. Nee. Fast. Boah, ich bin gespannt, ey. Imagine die Hawks. Wenn es eine Mannschaft verliert, dann die Hawks auf jeden Fall. Übrigens kein Trey, oder? Haben wir Trey schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Aber Atlanta führt weiterhin. Doch, Trey ist auf dem Feld. Hier so gegen Sadiq, auch den pusht er zum Korb. Kate ist halt sehr, sehr groß und hat breite Schultern, viel Masse. Der Vergleich mit Luca war ja oft da. Ich glaube, das ist Disrespect gegen Luca, ehrlich gesagt. Davon ist Kate im Moment noch sehr, sehr weit weg. Aber er hat eigentlich den Körper. Er hat mehr so diesen Point-Forward-Körper als Point-Guard-Körper. Und kommt damit eigentlich so ziemlich gegen jeden Guard und auch gegen einige Wings scheinbar auf jeden Fall zum Korb. Aber ja, Atlanta führt souverän. Also außer jetzt kommt hier die Monster-Crunch-Time. Ah, by the way, nicht durcheinander kommen, ne? Das hier ist Bojan Bogdanovic. Und der spielt, und den nennen sie auch Bogey. Aber Bogdan Bogdanovic, der bei den Hawks spielt, der sitzt auf der Bank heute. Das habe ich vorhin gemeint. Noch ein Dreier für Kate, okay. Oh, gut, das Double-Team gesplittet auf Dwayne Wade-Basis. Okay. Okay, das habe ich gefühlt. Das war sehr D-Wade über Jermaine O'Neal-Style. Geil. Auch wenn Trae Young nur minimal den Körper hat von Jermaine O'Neal, aber trotzdem. Minus 12. Na, die gewinnen das nicht. No way. Aber Kate hier mit einigen Dreiern, ey. Hat Ozar gerade gedabbt oder hat er genossen? Ey. Wenn es vor ein paar Jahren wäre, wäre es einfach ein Dab gewesen. Und ich glaube, Vergangenheit von Niesen ist genießen, ne? Ist nicht genossen. Das ist von genießen. Egal. Sie haben es verloren. Nehme ich mal ganz stark an. Ich wüsste trotzdem ganz gerne die Quoten, deswegen suchen wir das mal kurz. Ja, stabil. Detroit mit 6 Punkten verloren. Gott sei Dank, ey. Aber sie haben sich noch angestrengt. 40 Punkte im letzten Viertel gemacht. Kate mit 3 von 5 immerhin. Okay, 43 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, 3 Steals, 1 Block, nur 3 Turnover. Starkes Spiel, nur eine Minus 2.
Die Bank hat ziemlich gut gespielt. Ja, tatsächlich sehr, sehr gut. Und bei den Hawks, ja, Trey mit 31 und 15, Capella mit 17 und 15, 7 offensiv auf den Spuren von Isaiah Stark. Ja, viel mehr war es eigentlich nicht. Fällt uns sonst irgendwas auf. Ja, also die Starting Five sehr krass bei den Hawks. Und Jekka noch stark und ansonsten wenig, aber von der Bank. Wer ist der Typ? Garrison Matthews. Okay. Ich kenne nur meinen Boy Wesley Matthews. Der hat mir mal ein mieses Side-Eye gegeben. Wenn ihr bei Instagram guckt, wann war das? Als ich in Milwaukee war. Das könnten wir uns kurz angucken. Ich gehe mal kurz rein. Wie schnell ich das jetzt finde. Ja, wir müssen ein bisschen runterscrollen halt, ne? Und da habe ich ein mieses Side-Eye mal kassiert von unserem Boy Wesley Matthews. So, hier kommt es langsam, warte mal. Genau, wo ich alleine war. Das sind auf jeden Fall die drei Videos hier. Hier und hier war ich beim Spiel. Achtung jetzt mit der Musik. Ich mach mal lieber ein bisschen leiser, weil ich kann bei Instagram, glaube ich, die Musik jetzt nicht leiser machen. Ah, wir können es auch ohne Musik. Ah, aber mit Musik ist schon geiler. Ah, Copyright. Fällt mir gerade ein. Ja. Können wir doch nicht, sorry. Warte, jetzt kommt Wesley Matthews, glaube ich. Genau, da saß ich kurzzeit beim Warm-up. So, die ganzen Jungs gesehen, genau da. Aber der hat mir ein mieses Cider gegeben. Er hat überhaupt keinen Bock, dass ich da sitze. Okay, deswegen, ich mag aber Wesley Matthews sehr. Ist ein cooler Typ, hat den Bucks auch eine Menge gebracht in seiner Karriere. Deswegen, ja, Shoutout Wesley Matthews. Dann haben wir noch ein Spiel, Leute. Und da müssen wir jetzt mal den Clippers wirklich Props geben. Die Clippers sind eine Mannschaft, die, ich glaube, jetzt ihr achtes Spiel in Folge gewonnen haben und wirklich gerade stark abliefern. Gegen ein starkes Team jetzt hier auch wie die Pacers. Aber ganz ehrlich, mir ist nicht nach erster Halbzeit, wir gehen direkt in die zweite. Und wir haben die Clippers hier vorne mit 11, na, mit 14 sogar schon. Weiß nicht, wie viel da jetzt noch von ihnen kommt, aber ja, ey, es ist sogar auswärts. Und also Harden, PG, Kawhi, wirklich stark gespielt, alle drei. Harden mit einem Monster-Game, sehen wir gleich nochmal die Stats. Hier ist Buddy, vielleicht verkürzen sie ja noch ein bisschen, damit wir auch ein bisschen spannenderes Spiel haben. Kawhi und PG spielen echt eine Menge dieses Jahr im Bereich Anzahl der Spiele. Kein Mason Plumlee, so wie ich das sehe. Oh, dafür guter Block von Zubac hier. Wieder Kawhi, ey. Kawhi ist so mies. So. Ja, Westbrook, müssen wir mal gucken, was mit ihm wird. Wie, ja, also glaube ich, ist jetzt nicht so toll für ihn, dass Harden da ist. 21 Punkte, 19 Punkte. Also die Pacers sind schon in der Lage, so einen Rückstand nochmal aufzuholen. Oh, gutes Give-and-Go. Wirklich gutes Give-and-Go. Hier ist Kawhi. Oh, give me that. Cruel Intentions. Wer kennt den Film noch? Das ist eine richtig alte Referenz, ey. Hieß der, ich glaube, der hieß auf Deutsch Eiskalte Engel. Cruel Intentions, ist das der mit Reese Witherspoon? Ich glaube schon. Alley für 3. Oh! Oh, was ist los mit dir, Westbrook, ey? Wir hier unseren Boy komplett wegbrennen. Achte auf ihn hier. Verpiss dich. Dann selber geblockt vom Ring. Und dann legt er ihn rein. Und er packt's gar nicht. Minus 19, TJ fast dran mit dem Steal. Findet Norman Powell, Splash. Ich glaube, Norman Powell hat da auch ein gutes Game. Ja, hier ist er nochmal, Norman Powell. Daniel Theis ist jetzt auch drin. Kawhi bleibt, keine Ahnung warum. Boah, guter Block. Westbrook, ey.
Eine Menge Kontakt, aber sah auch ehrlich gesagt aus wie ein Travel von Kawhi davor. Okay, kommen die Pacers hier jetzt ein bisschen? Das wäre ja geil. Ach, wir sind erst Ende drittes Viertel. Ich dachte, wir sind schon Ende viertes Viertel. Oh. Ey. Alle Basketball-Puristen, Spurs-Fans von damals haben jetzt gerade... Ja, kann ich nicht sagen. Doch, fuck it. Haben gerade einen harten bekommen. Einfach wegen der Beinarbeit von Kawhi. Aber warte mal, kein Miles Turner in dem Spiel? Ja, Miles Turner sitzt auf der Bank. Hier ist Harden. Boah, sieht fast ein bisschen aus wie Houston Harden. Er sieht sehr aus wie Houston Harden gerade. Drei in Folge? Nein. Oh, ich hasse seinen Drive, ey. Dieses immer den Kontakt suchen und alles ist immer auf Fouls hinausgelegt. Aber ja, wer trifft dort rechts? Und er trifft hier alles gerade. Er macht die ja komplett alleine kaputt. Ciao! Digga, die zerstören die ja. 130, 105. Harden bleibt auf dem Feld, auf ganz asozial. Das Ding ist längst durch. Oh, Houston Harden. Oh, nein! Ey, don't do it. Don't do it, Alter. Das ist, der hatte richtig Spaß bei dem Stepback. Der ist richtig gehüpft. Das war gar kein Stepback, das war ein Hopback. Das war ja richtig cross, cross, cross und dann. Ja, ich bin gar nicht übermüdet. Merkt man nicht, ne? Oh Mann. Ich weiß nicht, Freunde. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, Christmas Break. Christmas Break braucht's langsam. Egal. Der Stepback war crazy. Ey, aber ich mag die Energy von Westbrook, auch wenn er wegen Harden viel weniger spielt. Nein, nein, shut the fuck up. Das ist nicht dein Ernst. Was hat der gemacht jetzt allein in dem vierten Viertel? Wie viele waren das? 4 Dreier, 5 Dreier, einer mit Foul? Ach du Scheiße, der ist ja komplett eskaliert. Der ist ja komplett eskaliert, der Junge. Also hier nochmal der Hopback. So. Und dann direkt nächste Possession. Yo. Ja, okay, jetzt ist Garbage Time. Okay, ey, wow, holy shit, habe ich nicht kommen sehen, aber ja, ey, die Clippers gerade sehr, 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 sehr heiß unterwegs, wirklich. Ich will nicht sagen Geheimtipp, weil sie haben jetzt, glaube ich, ihr 8. in Folge gewonnen, aber die rasieren ziemlich gut gerade. Wo ist das fucking Spiel jetzt? Ich suche gerade den Boxscore davon. Clippers, Clippers, Clippers. Hä? Bro, ich find's einfach nicht. Clippers, Clippers, Clippers. Gegen wen war das? Gegen Indy. Dann ist es hier. Junge. 151 zu 127. Shoutout an Defense. Harden mit 35 Punkten. 8 von 11. 8 von 11 von der Dreierlinie. Ciao. 9 Assists auch noch. Subats mit 18 und 16. Was hatte unser Boy Daniel? 4 und 9, okay, immerhin. Westbrook hatte 10. Kawhi und PG sind so ähnlich vom Scoring diese Season, das ist echt krass. Und was habe ich vorhin noch gesagt? Ich habe gesagt, Powell hatte, ja genau, Norman Powell hatte noch ein gutes Game mit 19, aber yo, das ist sehr, sehr heftig gewesen. Sehr, sehr heftig. Shoutout an die Clippers, bei den Pacers ging irgendwie wenig. Halliburton nur mit 8 und 11, 3 von 12, 1 von 5. Bruce Brown 0 von 4. Ja. Mathurin 4. Was ist das für ein Spiel? Mathurin droppt 34 von der Bank? Hä? In 35 Minuten? Was ist das für ein komisches Game? Ohne Scheiß. Clippers einfach 50% Dreier getroffen, 19 Stück. Oha. Okay, Freunde,
wir gehen in die Top 10. Wir gehen in die Top 10, dann schauen wir noch ein bisschen Tabelle und dann sind wir out the speech, weil ich auch um 10 Podcast-Recording direkt habe. Und ich habe legit bisher eine Frage für die Starting Five, aber ich kriege noch alles hin. Keine Sorge. Goldmentator! Yes! At number 10, it's Walker Kessler. Ooh. Denying Cam the slamming. No, you're right. That's not Walker Kessler. That's Jumper Kessler. Jumper Kessler in at number 10. Alleine dafür ist es schon goated, dass aus Walker Kessler immer Jumper Kessler macht. Das ist schon sehr stark. Cavs. And the Mean Green Machine still on the scene, getting obscene. Look at him go up and stop. Das ist nicht Jeff Green gewesen. Jeff Green ist 49 Jahre alt mindestens. No way ist das Jeff Green gewesen. At number 9. At 8, this man's so good he's getting graded on the curve. Obi topping, dropping in with a little extension from another dimension. Scheiße, ich hab den Joke nicht gecheckt. He's so good he's getting graded on the curve. Was heißt denn das? Graded on the curve. This man's so good he's getting graded on the curve. Obi graded on the curb. Fuck, ich weiß nicht, was das heißt. Das ist echt selten, aber ich weiß nicht, was der Begriff bedeutet. Run a mile a minute, I'm so high, I'm diving in it. At number 6, it was a sad day in Tar Heel Nation, but check out a play from this generation. Leaky Black on the rack, attack, and boy, that looks like a hoss, like Eric Montross, RIP to the big fella. The Tar Heels get in at 6. At number 5, Chet. Yes, Chet. Oh. So fine, he looks like a wind turbine. Look at the big man. Go in and stuff that one home. Chet, you bet. He's in at number 5. On to number 4 and Trey minting so many dimes. Oh. Looking terrific this time over to Clint Capella, and Clint throws that one home. Is that a blind dime from Trey Young? He's getting it done. Der ist nice. That's it at number 4. At 3. Den haben wir gerade gesehen, der war krank. James Harden, krank. Step back and one. Oh mein Gott. So score 4 if you make the free throw. Ruled a common foul, so Harden didn't get the extra shot. He still got that one to drop. Ah, okay. 3. On to number 2, and Oche Abaji hotter than an airborne hibachi. Look at him go up and get the stuff for the Utah Jazz off the pass from Chris Dunn. And what could beat that? Well, we okay, jetzt bin ich gespannt. Okay, das haben wir nicht gesehen. Ja, ist das... Macht Shay jetzt hier irgendwas oder Chad? Ich sag einer von den beiden. Number one, it's skills paying the bills. Oh! Shay Gilgeous-Alexander stopping quicker than if he hit a tree, and Jaren Jackson had nothing for him as he rumbles and bumbles and stumbles into the lane. SGA lands at okay. Number one on NBA.com. Cut it! Okay. Aber da hätte ich fast vielleicht ein anderes Play an die 1 gepackt. Das war ein nicer Cross und es war gegen Triple J, aber ja, weiß ich nicht, ob der jetzt so krass war. Okay, Freunde, wir gehen ganz kurz in die Tabelle, machen da super schnell einen Durchlauf. Celtics mit 5 in Folge, wissen wir schon. 24, minus 24 für die Pistons hier unten. Yes, 24 Spiele in Folge verloren, Shoutout an Detroit, noch 2 Spiele, dann haben sie den All-Time-Negativ-Rekord von den Sixers eingestellt aus 2013-14, glaube ich, war das. Oder 15-16, eins von beiden. Und dann haben wir in der Western Conference ja die Wolves und Thunder, genau, Nuggets. Nuggets sind vor den Mavs. Okay. Ja, also ungefähr gleiche Record, aber jetzt sind die Kings irgendwie dazwischen gekommen. Aber ja, das war schon ein interessantes Spiel zwischen den beiden. Clippers jetzt mit 8 in Folge, ja, muss man Props geben. Pels mit 4 in Folge. Lakers haben ihre letzten beiden verloren. Blazers verlieren 7 in Folge. Ja, aber sonst hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert. Suns und Warriors weiterhin da unten auf den Play-In-Plätzen. Okay, Freunde, das war... Ich will nicht sagen, eine spontane KBJ-Show, aber irgendwie doch, weil ich habe es nicht wirklich vorgehabt. Heute Morgen, als ich trainieren war, dachte ich mir, ey, nee, wir machen mal einen Tag Pause. Aber dann habe ich gesehen, dass literally die ganze NBA gespielt hat. Also es gab 30 Spiele gefühlt. Und
Nee, dann habe ich gesagt, komm, wir gehen trotzdem rein. Hoffe, es hat euch Bock gemacht. Alle wichtigen Sachen habe ich schon gestern gesagt. Kalender wisst ihr, so noch verlinkt. Wir verschicken noch diese Woche auf jeden Fall. Wir verschicken Montag, Donnerstag, Freitag. Wenn ihr in Deutschland seid, solltet ihr es noch bis Weihnachten bekommen, alles. Auch EU-Bestellungen, glaube ich, bis heute oder morgen oder so, wenn die reingehen, sollten noch klappen. Genau, das war das. Deep Dive habe ich euch auch schon gestern gesagt, ist auch unten verlinkt. Ja, Mann. Ey, das war's von mir. Danke euch fürs Zuschauen, danke für den Support und wir hören und sehen uns wahrscheinlich morgen wieder mit einer KBJ-Show. Bis dahin, haut rein.